Einen wundervollen und herzlich willkommen zurück zum Zero to Hero Projekt. Wie geht's? Wie steht's? Wie ist die Lage? Wir sind auf Everus Harbor. Was ist das denn? Wir stornen das. Ich hab was gefunden. Ich hab was gefunden zum Klauen. Was ist das? Placeholder, geil. Den verkaufen wir. Tag. Hi. Wie geht's? Wie steht's? Wie ist die Lage? Was treibt ihr so? Was treib ich so? Wir sind auf Everus Harbor. Ich weiß nicht genau, warum ich hier bin, ehrlich gesagt. Ich weiß so ungefähr, was ich beim letzten Mal gemacht habe, aber auch nicht mehr so richtig ungefähr. So richtig weiß ich es nicht mehr. Ich möchte, bevor wir jetzt quasi anfangen, möchte ich eine Sache erstmal machen. Erstmal möchte ich in die Galerie und gucken, ob wir da vielleicht das Aphorit verkaufen können. Vielleicht kann man das ja nur nicht auf Planeten verkaufen. Ja, das wäre ja schon mal was. Da oben ist Admin. Und dann gucken wir mal ansonsten, was wir heute noch so geplant haben. Geplant habe ich nämlich tatsächlich ausnahmsweise mal so gar nichts. Also so gar nichts, gar nichts. Die kann man hier verkaufen, guck mal. Ist zwar nichts wert. Also geht, 100.000. Zack, bumm. Unsere ersten 100.000, die drin sind. Also geht. Okay, geht vielleicht doch nicht. Geht vielleicht doch nicht. So, das hier wäre die volle Ladung. Ne. Ah, schade. Vielleicht eine ganz bestimmte Menge. So, 100. Eine SCU, guck mal. Der will eine SCU. Eine SCU. Sell. Hier, eine SCU, gleich so und so viel. Wait. Habt ihr das gerade gesehen? Heißt das, man kann immer nur ein SCU verkaufen? Okay, zwei gingen auch. Fünf? Fünf gehen schon nicht mehr. Zwei gehen. Ja. Also ich kann jetzt hier... Ich könnte jetzt 100.000 machen. Vielleicht gehen drei ja auch. Drei gehen auch. Okay. Wir sind da was Großem auf der Spur, Freunde. Wir sind was Großem auf der Spur. Gehen vier? Vier gehen schon nicht mehr. Okay, wir haben den Sweet Spot gefunden. Also, ja, ich meine, wir können jetzt erstmal, wir machen jetzt erstmal 100.000. Andere machen 100.000, indem sie richtig, richtig krassen Content bringen. Ich nicht. Ich mache 100.000, indem ich A, verdurste und B, indem ich die ganze Zeit Aphorit verkaufe und zwar in Dreier-Steps. Das ist schon ziemlich, ziemlich awesome. Gucken, vielleicht gehen ja sechs. Wir müssen, ne, sechs. Also sechs ist schon ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel für die Station. Die kann nur mit drei, die hat zwar very low inventory und die hat einen hohen Demand da dran, aber die kann das nicht so gut und deswegen, das ist, ja, interessant. Ich hab einen Bugfix gefunden. Ich glaube, diesen Bugfix können wir, mal posten. Ja, da werde ich mal einen kleinen Post nachher machen. Aber wir haben hier auf jeden Fall, wir sind hier was Großes auf der Spur, Freunde. Wir sind hier was Großes auf der Spur, weil viele sagen ja, man kann es gar nicht verkaufen. Doch. Man kann es verkaufen, aber nicht so viele halt auf einmal. Und die Station ist sehr vorsichtig, was Aphorit angeht. Das ist so ein bisschen wie zu viel Plutonium auf einem Schlag. Ja, das ist hochexplosiv, der Käse. Und deswegen kann man das halt nur in Dreier-Steps verkaufen. Das ist natürlich, ich sag mal so, wir verkaufen, pass auf, wir sind jetzt gleich ja bei 5 Minuten, ich achte mal ganz genau drauf, wie oft wir das so in der Minute verkaufen können, ja? Ich achte da mal drauf. So, wir warten kurz, ja, wir tun so, als würden wir hier gerade neu dran gehen. So, und jetzt geht's los, so, 1, 2,
Ja, eins. Zwei. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Guter Step. Drei. Läuft. Läuft, es läuft, es läuft. Vier. Geil. Und fünf. Eieiei. Also sammelt nicht zu viel. Sechs. wenn ihr zu viel sammelt, dann dauert das ein bisschen. Das müsste Nummer sieben sein. Und dann haben wir hier die acht. Manchmal geht es halt schneller, ne? Der Processing. Und manchmal net neun. Ja, 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 ja. Ja, easy. Zehn. Die easy Nummer zehn. Elf. Oh, verklickt. Elf. Also ein Verklicker muss man auch mal mit einberechnen in so eine Durchschnitts, in so ein Durchschnittsding. Zwölf. Und 13. Ja. Und 14. Ja, sagen wir, einer geht noch. Ja, einer würde noch gehen. 15. 15. Also 45 könnt ihr pro Minute verkaufen. Das sind gute 5000 pro Minute. Oder? Warte mal. Ihr kriegt, sagen wir mal, 500 für 3. Ja. 500 für 3. Also ja, 7500 pro Minute. Das ist ein ziemlich guter Verdienst. Ich sag's, wie es ist. Auch wenn das jetzt hier vielleicht sehr, sehr, sehr langweilig ist. Aber wir verkaufen jetzt nochmal alle auf einmal. Ah, schade. Aber das ist ein guter Verdienst pro Minute. Also 7000 pro Minute ist ganz gut. Das ist ganz gut. Das heißt, wenn wir 15 Stück in einer Minute verkaufen und dann verkaufen wir, oh Gott, dann verkaufen wir in 10 Minuten 100, ist das richtig? Dann verkaufen wir in, also 100, dann verkaufen wir, ist das bisher die langweiligste Folge, die wir je hatten? Das ist jetzt die Frage. Ist das die langweiligste Folge? War die Folge interessanter, als ich tatsächlich rumgelaufen bin und diese Envelopes eingesammelt habe? War es interessanter, als ich rumgelaufen bin und die Päckchen eingesammelt habe an Weihnachten, die ich dann nicht mal verkauft habe? War das besser? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir tatsächlich gerade nicht sicher, weil wir haben 600 Stück. Das heißt, wir sind 40 Minuten jetzt hier am Verkaufen. Wenn ich das hochrechne, ist das eine ganz schön geile Folge. Ich kann jetzt hier in der Folge halt drüber nachdenken, was ich in der nächsten Folge mache, was ich plane. Weil ich habe tatsächlich noch keinen Plan für die nächste, also für diese Aufnahme. eigentlich hatte ich einen Plan. Ich wollte noch zurück nach Crusader und wollte mir meine Prospekte holen. Weil, warum will ich zurück nach Prospector? Weil da halt auch die Module, ja, da sind die Module und da ist der Laser Aufsatz und dementsprechend wollte ich da halt zurück, weil das sind ja auch 60.000 oder sowas, die wir investiert haben, ja, das sind ja auch gute 60.000, die wir investiert haben und dementsprechend hatte ich gedacht, okay, pass auf, ich mach das mal richtig und so und flieg da rüber und hol das wieder ab, weil nochmal Geld ausgeben. Nur, damit wir nochmal Geld ausgegeben haben, fände ich jetzt persönlich irgendwie komisch. Und 60.000, wir fliegen ja relativ schnell rüber mit der Cutty sind wir, glaube ich, hier. Oder sogar mit der Prospector werden wir ja relativ schnell. Mit der Caterpillar werden wir relativ schnell. Dementsprechend wäre das jetzt so der Plan gewesen. Also, dass wir einfach sagen, okay, wir fliegen halt rüber, holen die Prospector, fitten die und machen dann da alles, weil wir halt auf Crusader dieses Mal sind und nicht in Lorville. Oder sind wir in Lorville? Ne, wir sind in Crusader. Ich glaube, in meinem Main-Account bin ich auf Lorville. Ich muss zwischendurch auf jeden Fall erstmal was essen und trinken. Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt hier, ne, das fühlt sich so dumm an, aber es sind insgesamt sind es trotzdem 100.000. Insgesamt sind das hier trotzdem 100.000. Das ist zwar nicht 100.000 die Stunde, also. Das ist ja Quatsch, weil wir mussten das ja erst meinen, ja. Wir mussten das ja erst vorher noch meinen und so und die Zeit kommt ja auch noch dazu. Aber ich glaube, das waren nur zwei Cluster. Also wenn man es jetzt ganz genau sieht, dass hier waren zwei Cluster ungefähr, lass das vielleicht eine halbe Stunde gewesen sein. Wenn ich ein bisschen schneller hier in den Rhythmus reinkomme, dann habe ich vielleicht nicht 15 die Minute, sondern 17, 18 die Minute. Und dann ist man hier vielleicht so eine halbe Stunde bis 40 Minuten maximal. Ja, wie gesagt, maximal 40 Minuten.
ist man hier unterwegs mit 600 Stück. 600 Stück sind halt 100.000. Und das ist doch ein Träumchen. Ich sollte vielleicht aber auch mal auf mein Geld gucken, ob das überhaupt hochgeht. Also, das wäre natürlich jetzt blöd, wenn das gar nicht hochgehen würde. Aber ich, ja, warum eigentlich nicht, ne? Das wäre ja Quatsch. Wenn es nicht hochgehen würde, wäre ja irgendwie Quatsch. Aber guck mal, wir sind jetzt 10 Minuten. Ich war bei 600, ja? Ich war bei 600. Ich habe am Anfang ja... Wir sind wieder bei 600. Ich war gerade bei 300 Units. Wait a moment. Ich war gerade bei 300 Units. Ja, wir sind bei 300 Units. Okay. Ich bin bei 300 Units. Ich dachte schon. Hier steht halt irgendwas noch von 600. Aber das stimmt ja nicht. Wir sind bei 300. Okay. Vielleicht kann er es deswegen noch nicht verkaufen, weil er irgendwie die Units nicht so richtig berechnet. Wisst ihr? Das kann natürlich auch sein. Aber ich hoffe. Ach, man sieht halt hier das Geld nicht, weil... Warte mal, ich gehe mal hier hin. Ich gehe mal zu dem hier. Der blendet wenigstens nicht so. Der blendet nicht so. Da sieht man so halbwegs sein Geld. Und da sieht man es wenigstens so halbwegs. Wir können ja nochmal... Guck mal, pass mal auf. Wir waren nochmal 160. Nee, okay. Zack. Ich hoffe, dass das hier verkauft wird. Aber es steht ja zumindest. Und die gehen ja auch weg. Oh, ich hoffe, einer von euch hat am Anfang gesehen, wie viel Geld ich hatte. Und dass das hier wirklich hochzählt. Ich meine, wir sind bei Punkt 92. Das sehe ich. Das ist das Einzige, was ich sehe. Ich habe halt jetzt nicht genau im Kopf, wie viel ich am Anfang hatte. Ah doch, Punkt 3. Okay, also Geld geht hoch. Punkt 3 steht da jetzt. Also Geld geht hoch und wir sind nur noch bei 300 und wir sind gerade mal 12 Minuten drin. Also es geht doch sehr viel schneller, als ich erwartet habe. Ja, warte mal, weil ich habe ja auch falsch gerechnet. Ich 15 Mal pro Minute schaffen wir das. Und ich verkaufe ja jedes Mal 3. Das heißt, dass wir pro Minute... pro 10 Minuten halt 450 verkaufen. Ja, klar. Also, ne? Das heißt, wir sind hier gerade mal... Ja, gut, das ist ja easy. Dann sind wir ja gerade mal 20 Minuten unterwegs hier. Und dann sind die 100.000 schon drin. Ich meine, ist es immer noch blöd? Ja, weil man könnte es halt auch mit einem Schlag verkaufen. Aber ist es zumindest eine Form, wie man den Stuff los wird? Ja, definitiv. Und das ist gut. Das ist gut. Das war auch nur, weil ich hier die eine SCU gesehen habe, habe ich mir gedacht, weißt du was? Hä? Ein SCU? Confirm? Ja, gut, machen wir. Und deswegen bin ich da drauf gekommen, einfach mal diese eine SCU überhaupt zu verkaufen. Und es hat funktioniert. Und das ist doch geil. Und ihr seht ja, ich bin ja hier gerade im Rausch. Ich bin ja im richtigen Rausch. Guck mal, ich drück schon quasi... Wenn ich hinten das Fenster sehe, drücke ich schon drauf. Ah, das war jetzt nix. Da war ich zu gierig. Da wollte ich zu viel auf einmal. Ich find's gut. Wir verdursten zwar gleich, aber wir können uns wenigstens was zu trinken leisten, ja. Das ist ja das Wichtige. So. Ja, Punkt 9, also 9,4 sind wir jetzt schon. 9,4 sind wir jetzt schon, also Geld kommt rein. Und wir sind schon wieder bei 500 Units. 4,99 sogar schon. Also viel ist nicht mehr, weil wir wissen, dass ja wieder von 300 ist ja wieder hochgegangen auf 600. Dementsprechend können wir hier... Ja, noch 5 Minuten oder so, dann sind wir wahrscheinlich vielleicht schon durch. Keine Ahnung. Das ist doch geil. Dann haben wir unsere ersten 100.000 drin.
Dann hat die Aufnahme angefangen mit 100.000 machen. Ist das mit Arbeit, ne? Also, es hat mit Arbeit angefangen. Wir sagen es mal, wie es ist, weil das ist schon viel hier. Ich glaube, eine Unit ist gerade hochgegangen. Die waren eben auf 149, jetzt sind sie bei 152. Ja, haben wir ein bisschen Minus gemacht. Können wir eigentlich nochmal zurückholen jetzt, ne? Rudern wir nochmal zurück, fangen nochmal von vorne an. So, aber das läuft ja. Ich weiß halt nicht, was das hier, Total? Hier, 043. Vielleicht gehen dann doch 4. Nee, kapier ich nicht. 043 SCO. Ich verstehe das nicht. Verstehe auch nicht, warum das jetzt hier wieder Units heißt. Auch eine komische. Also, irgendwas verstehe ich hier dran nicht, aber das soll mir jetzt erstmal recht sein. Ich meine, wir kriegen es verkauft. Wir kriegen es verkauft. Wir kriegen es zwar richtig blöd verkauft, weil das halt Quatsch ist, das so zu machen, aber was weg ist, ist weg. Und 100.000 sind 100.000. Ich sag euch, wie es ist. 100.000 sind 100.000. So, wir gucken mal ganz kurz, bei wie viel wir noch sind. Guck mal, 67 nur noch. Geil. Nur noch 67. Ich meine, hier sind es noch mehr. Wir können mal gucken, ob wir da noch weiterverkaufen können, weil ich meine, das wären dann nochmal 50.000 extra, wenn wir einfach weiterverkaufen könnten. Und ein bisschen Spaß macht das fast schon. Das ist so ein bisschen. Stellt euch vor, wir wären jetzt hier am Stockmarket und wir kaufen und verkaufen, wisst ihr? Ja, schnell kaufen, schnell verkaufen, so ein Ding ist das gerade bei uns. Mit der wunderschönen Horizon-Werbung oder Horizon-Werbung. Warte, wie sagt sie? Horizon. Visit Horizon. 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 Also ich würde Horizon immer noch sagen, oder? Horizon. Ab nach Horizon. Ich finde es auch gut, dass die Werbung einfach in Dauerschleife dauerhaft und immer kommt. Das finde ich am besten eigentlich daran. Dass die Werbung so 20 Sekunden geht und halt in Dauerschleife einfach läuft. Das mag ich am allermeisten daran. Und dass das überhaupt nicht nervig ist, wenn man hier steht und eine Dreiviertelstunde verkaufen muss. Ist natürlich gelogen, weil wir nur 20 Minuten hier. Oh, failed? Failed? Wir haben nur noch einen. Easy. Easy. Das ist der letzte, Freunde. 20 Minuten. Und wir sind 100.000 reicher. Wir sind definitiv 100.000 reicher. Ich würde sagen, das hat sich jetzt schon gelohnt. Also, so blöd das klingt, ich würde sagen, das hat sich jetzt schon gelohnt. Frag die mal. Ja? Also, ich find's gut. Ich find's gut. So, ich will ganz kurz was zu trinken kaufen. Ich hoffe, die haben hier was. Nö. Kann ich? Nö. Okay, dann müssen wir in den Food Court. Der Food Court, der ist hier. Ist der hier hinten? Ja. Dann gehen wir erstmal kurz dahin. Können wir schon mal einen Helm absetzen. Ja, wir wollen ja einen guten Eindruck machen. Ja, stark einfach. Stark! 100.000! Die ersten 100.000 sind drin. Geil. Wasser. Ich hätte gern Wasser. Hast du Wasser? Hat hier irgendjemand Wasser? Wasser. Du hast Wasser. Perfekt. Ja. Ja, danke. 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 Lecker Wasser? Ja, ist lecker Wasser? Lecker, lecker. Blab, 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 blab. Da kommt ja gar nichts dazu. Was ist denn da los? Wie viel Wasser muss ich denn? Was ist denn das hier? Ist das 02 oder was? Hier, halt das mal. So, ich nehme mir noch ein Wasser, ne? So, noch ein Wässerchen. Ich stelle dir das auch wieder davor. Ja, gar kein Problem.
Ich hätte gerne den Pfand zurück, aber... Oh, wir müssen sogar noch ein Wässerchen trinken. Wenn ich das richtig sehe, ja. Wieso kann man immer nur eins hinstellen? Ich verstehe das übrigens nicht. Ja, das, also das kapiere ich nicht. Eins kann man placen und beim zweiten spinnt er dann immer rum. Hallo? Ach, dieses Spiel manchmal. So, zack. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Ich trinke nur ein drittes Wässerchen. Ich habe richtig, richtig doll Durst. Ich wäre fast verdurstet. Ich habe gerade verkauft. Du glaubst gar nicht, wie ich verkauft habe. Harry, ne? Harry, du glaubst es nicht. Ich musste verkaufen, immer drei Stück auf einmal. Glaubst du es? Hast du auch Nudeln noch oder sind die gerade, ist das einfach nur Deko? Ist nur Deko? Okay, dann hole ich mir eine Pizza oder so. Ach, die ist auch nur Deko. Habe ich vergessen. Ich hole mir einen Hotdog, ne? Der ist hoffentlich keine Deko. Einen Doppelten bitte. Danke. Ne, einen Doppelten kriege ich nicht. Ja, okay. Ich schieb mir den einfach rein. Ist gar kein Problem. Vielleicht esse ich noch einen. Nee, ich esse nicht noch einen. Ich bin satt. Danke. Ich wünsche einen schönen Tag. Okay, geil. Also ich will jetzt nicht angeben, aber wir haben schon die ersten 100.000 drin. Und ich will nicht angeben, aber wir sind fast bei 25 Millionen. Wo ist mein Geld denn vom letzten Mal? Müsste ich nicht bei 27 Millionen sein? Müsste ich nicht bei 27 Millionen sein? Hatten wir nicht beim letzten Mal die Caterpillar aufgefüllt? Und waren wir dann nicht bei 27 Millionen oder waren wir dann bei 25 Millionen? Ich weiß es nicht. Weiß es tatsächlich nicht. Wo müssten wir denn jetzt sein? Ist das vom letzten Mal nicht gespeichert? Ich weiß nicht das. Guten Morgen. Ich rede übrigens manchmal in-game einfach. Einfach nur, weil ich es kann. So, also. Warte mal, die steht in Lorville. Haben wir das nicht verkauft? Doch, wir haben das verkauft. Okay, dadurch, dass das jetzt alles so ein bisschen, ne? Ihr wisst schon, ist. Mache ich jetzt Folgendes. Und dadurch, dass die Mission... Habe ich einen Tractor-Beam? Ich habe einen Tractor-Beam. Ist da auch Dings drin? Muni drin? Müsste eigentlich, weil ich die beim letzten Mal gekauft habe, ne? Ja, der ist drin. Ja, dadurch, dass das hier jetzt alles so ein bisschen komisch ist, mache ich meine Lizenzen jetzt. Und die mache ich mit der Vulture. Ich dachte mir, ich mache die Lizenzen mit der Vulture. Dauert es länger? Höchstwahrscheinlich. Also als mit der Reclaimer. Klar, mit der Reclaimer gehst du hin. Lizenz essen, fertig. Aber ich habe Bock. Ich habe Bock, mal wieder mit der Vulture ein bisschen was zu machen. Wir waren nämlich neulich abends, waren wir mit der Vulture unterwegs. Und hatten drei Vulture... Hatten eine Caterpillar und haben ein bisschen ERTs gefarmt. Im Sinne von, also wir haben ERTs gesalvaged, nicht gefarmt. Also wir sind einfach hin, haben eine ERT-Mission gemacht, haben allen Cargo daraus geholt, sogar den Scrap. Also wirklich, wirklich so, nicht nur Drogen, ja, da war auch ein bisschen was an Drogen war da. Aber wir haben nicht nur die Drogen gemacht, sondern wir haben halt alles gemacht. Und da waren wir auch mit der Bullshit unterwegs und das hat irgendwie Spaß gemacht. Und deswegen, habe ich mir jetzt gedacht, weißt du was? Wenn wir schon die Dings wieder machen müssen, die Lizenzen, dann lass die doch mit der Vulture machen. Irgendwie habe ich da Bock drauf, weißt du? Weil, wo sind sie denn? Hier. Wir haben ja nicht viel, ne? Seht ihr? So, HR-L4 nehmen wir auf jeden Fall mit, würde ich sagen. Ja, HR-L4 nehmen wir mit. HR-L4 müsste am nächsten dran sein. Und die nehmen wir mit. So, zack, einmal hoch. Und ja, deswegen habe ich da Bock drauf, das nicht mit der Reclaimer zu machen, sondern mit der Vulture. Ich weiß nicht mal warum. Wie gesagt, es ist halt lohnenswert, also lohnenswerter ist es dadurch definitiv nicht. Aber ich habe Lust, so wieder hochzuspielen. Und dann kann man ja gucken, ob man sagt, jo, wir machen weiter mit der Vulture oder wir packen wieder die Reclaimer aus oder so.
Aber erstmal die Lizenzen dafür zu machen, habe ich Bock. Einfach hiermit. Ja. Weil ich hoffe ja immer noch drauf, dass vielleicht mit dem nächsten Patch oder so ein Update kommt und Adagio Holding wirklich zu einer Ruffraktion wird. Das wäre richtig geil. Und dass man vielleicht auch ein bisschen mehr Geld dann dadurch kriegt. Also mit richtigen Salvagen. Nicht mit dem nur Aufessen. Weil dieses nur Aufessen, das darf halt, ja, von mir aus Construction Materials, aber halt, wie ich schon mal gesagt habe, Construction Materials nur in der Reclaimer, weil die Reclaimer braucht einfach lange, lange Zeit. Die hat eine eingebaute Refinery. In der eingebauten Refinery wird Scrap, Salvage, Scrap, wird zu Construction Materials. Dann können die von mir aus wieder 6000 wert sein. Oder Construction Components heißen die, glaube ich. Und die Vulture kann das halt gar nicht. Die hat keine Refinery, die das macht. Ja, also so wie die Prospector halt auch keine Refinery hat. So wie die Mole angeblich ja auch keine Refinery hat, obwohl die Mole eigentlich eine Refinery haben sollte. Oder zumindest ein Sorter oder sowas. Und ich finde halt, man sollte, wenn man einfach nur auf ist, sollte man einfach nur Scrap rausbekommen. Rein Salvage Scrap. So können sie es ja von mir aus nennen. Salvage Scrap. Und Salvage Scrap ist dann unrefined. Du kannst es auch mit der Wiltshire refinen, musst dafür aber eine Refinery. Ja? Wäre doch geil. Das wäre doch geil. Das fände ich geil. Und dadurch dann halt diesen Loop ein bisschen zu reduzieren, weil auf einmal sind ja alle Leute zu Salvagern und Industriespielern geworden. Das ist ja komisch. Und die sind alle zufälligerweise in Jela Industriespieler. Ich hab's euch einmal gezeigt, wie viel Kohle man damit verdienen kann. Vielleicht am 2. und 3. März, könnt ihr euch jetzt schon mal aufschreiben, also nicht kommendes Wochenende, sondern danach das Wochenende, da werde ich einen Sabaton machen und mein Plan ist es, in diesem Sabaton 100 Millionen UEC zu farmen. Wenn bis dahin der Patch nicht da war, könnte man das in einem guten 10-11 Stunden Stream schaffen. Ja? Ich denke mal, der Sabaton wird vielleicht 12 Stunden laufen oder sowas. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand völlig ausrastet und wir irgendwie super viele Subs oder so zusammenbekommen. Ich mach das deswegen, weil normalerweise bin ich ja am Wochenende arbeiten, aber an diesem Wochenende habe ich frei. Und ich mache das so ein bisschen, um meine Stunden auszugleichen. Ja? Um die Stunden, die ich da, also das Geld, was ich da verdienen würde, um das quasi auszugleichen. Deswegen mache ich das. Diesen Sabaton. Und ja, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen supporten wollt oder ein bisschen Supporter lassen wollt, könnt ihr das dann gerne da machen. Ich bin live hier auf YouTube und auf Twitch. Ich glaube, Sabaton-mäßig kann ich das nur über Twitch laufen lassen. Ja, also nur wenn ein Abo auf Twitch reinkommt, geht das, glaube ich, über die Memberschaft. Hier kann ich das nicht machen, aber ich werde mir was einfallen lassen, dass wenn ihr zum Beispiel sagt, jo, ich mach dann hier, also an dem Tag, wenn ich streame, werde ich zum Member oder sowas, dann lasse ich mir wahrscheinlich auch irgendwas einfallen. Ja, könnt ihr dann mal einfach Bescheid geben. Also wenn ihr hier nur über Dings zugucken solltet, sagt dann einfach Bescheid. So, ja, gut. Jetzt aber mal wieder zurück zum Thema. Wir müssen hier die Lizenzen farmen und das habe ich halt, ne, wie gesagt, das habe ich halt auf meinem anderen Account auch alles schon gemacht. Und deswegen bin ich überhaupt da drauf gekommen, dass ich, dass da der Plan ist, 100 Millionen zu farmen, was halt schwierig sein könnte, weil eventuell wechselt jemand das Spiel. Ja, weil das ist zum Beispiel auch was. Man kann das Spiel wechseln mit Subs. Und ja, wenn das dann einer natürlich macht, dann bin ich natürlich ein bisschen aufgeschmissen, ne? Dann bin ich natürlich ein bisschen aufgeschmissen mit den 100 Millionen. Das wird da nichts. Aber so all in all. Oder was auch eine Idee von mir war, dass ich da einfach sage, in dem Stream farm ich Ruf in allen möglichen Fraktionen. Aber das halt, also das ist quasi genauso nutzlos wie Geld, weil entweder mit dem Patch 3.23 oder mit dem Patch 4.0, der danach kommt, gibt es einen Ripe. Und dementsprechend spiele ich eigentlich im Moment das Spiel einfach nur aus so just for fun, ne?
viele sagen ja, es kommt ein Wipe jetzt zu Patch 3.23, da glaube ich nicht dran. Also ich glaube nicht, dass da in der Datenbank irgendwas gemacht werden muss, weil ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Das wäre irgendwie komisch. Das wäre komisch, weil was müsste in der Datenbank gemacht werden? Ja, sie wollen die Bepreisung von Schiffen und so weiter ändern. Aber dafür muss man doch nicht die Datenbank wipen. Also, so, ne? Dafür muss man ja nicht die Datenbank wipen. Nur weil man die Values von irgendwas ändert. Deswegen, I don't know. I don't know. So, ich glaube, wir fliegen ein bisschen dran vorbei. Deswegen mache ich mal hier die Space Break, die 180 Grad U-Turn Space Break an. So, und los geht's. Sehr schön, guck mal. Da ist sie, das gute Stück. Wir scannen als erstes mal. Vielleicht ist ja irgendwas Krasses noch drin, irgendwie Quantanium oder so, dann nehmen wir das natürlich mit. Haben wir was? Quarz, Medical Supplies und Corundum. Medical Supplies sind halt ein bisschen was wert, aber egal. So, einmal ein bisschen hier die Haut abziehen und die, wie gesagt, die Lizenzen. Wir farmen jetzt die Lizenzen wieder hoch. Dementsprechend mache ich das, was ich jetzt mache, hier in richtig. Also, ne, wir salvagen erst, danach nehmen wir es auseinander, dann fressen wir es noch auf. Also wir machen wirklich echtes Salvaging. Und verdienen damit ein bisschen Geld, noch nebenbei, ja. Ich meine, eine SCU sind halt, also hiervon eine SCU sind halt auch 14.000. Und was man hat, das hat man halt einfach. Ich weiß gar nicht, warum ich immer in den Aufnahmen so viel husten muss. Das passiert irgendwie nur in den Aufnahmen. Abends in den Streams und so, da rede ich ja genauso viel. Habe ich zumindest das Gefühl, dass ich da genauso viel rede. Und da ist das irgendwie nicht so. Aber da trinke ich, glaube ich, auch mehr, weil hier versuche ich halt wirklich die ganze Zeit durchzuschnattern. Und in den Streams rede ich ja auch. Und trinke. Und dann bin ich auch mal 10 Minuten leise und sage halt gar nichts. Und hier in einem Let's Play versuche ich natürlich so viel wie möglich euch auch mitzuteilen, was ich hier mache. Falls der ein oder andere eventuell einfach das nur nebenbei laufen lässt, gar nicht wirklich zuguckt, sondern ich sag mal eher so das als Podcast hört. Das machen ja auch, der ein oder andere macht das ja. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr das hier als Podcast hört oder ob ihr wirklich zuguckt. Podcast hören wäre jetzt zum Beispiel für mich auch, wenn ihr das einfach so nebenbei laufen lasst, während ihr auch am Zocken seid oder sonst irgendwas macht. Das ist auch eher ein Podcast, weil da guckt ihr ja auch nicht die ganze Zeit und, ne? Deswegen haut mal in die Kommentare, ob das eher so ein Podcast für euch ist. Wo eventuell, ihr könnt ja dazu schreiben, jo, ist eher ein Podcast, ich lasse das nebenbei, neben dem Zocken laufen, aber ich gucke halt immer mal, was du so machst, wenn was Interessantes ist, spule ich zurück oder so. Schreibt das mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Zero to Hero Projekt hier guckt. Das interessiert mich brennend, deswegen haut's mal rein. Ja, mal gucken, ob hier überhaupt eine SCU rauskommt. Bisher sieht das ja sehr, sehr mau aus, ne? Das ist ja. Bisher haben wir noch nicht so viel. Wir sind bei 0,6 SCU und haben schon den kompletten oberen, vorderen Teil vom Schiff leer gegessen. Also. Das ist ja eher mau. So. Aber das sieht aber trotzdem ganz gut aus hier vorne. Das kann man irgendwie nicht wegsalvagen. Okay, verstehe. Zack, zack, zack. So. Gleich eine SCU. Gleich sind die ersten 14.000 verdient. Aber nichtsdestotrotz, ich bin eh guter Dinge. Wir haben in der Folge schon 100.000, die wir nicht hätten. Muss man,
das muss man halt jetzt auch sagen, ne? Durch dieses Verkaufen, wie ich es da gemacht habe, das ist halt Geld, was wir haben, was wir nicht hätten, weil ich hätte das nie verkauft. Ganz ehrlich. Das wäre jetzt dann mit irgendeinem Patch, wäre es halt einfach weg gewesen. Und deswegen bin ich da ganz froh drum. Dass wir es doch gemacht haben. Ich bin ganz froh, dass wir es doch gemacht haben. So. Jetzt der obere Teil gleich durch. Der obere Teil ist tatsächlich aber auch nicht so viel wert, sehe ich gerade. Also in der Wertigkeit von, das ist so alles am Schiff. Das ist jetzt ein Drittel. Ist nicht die Hälfte, ist ein Drittel. Was weggesalvaged ist von der Mission sozusagen. Aber irgendwie macht das ja auch Sinn, weil du hast ja auch hier. Oh. Du hast ja auch noch diesen Bereich hier. Der muss ja auch irgendwie noch weggesalvaged werden. Schon interessant, ne? Was der Person hier vielleicht passiert. Was, also. Ich meine, man könnte ja, wenn man. Huch. Das war nicht so schlau. Ich sag's, wie es ist, weil jetzt haben wir hier so einen Dönerspieß, der sich die ganze Zeit dreht. Das war nicht so schlau. Ich könnte ihn anhalten, den Dönerspieß. Soll ich ihn anhalten? Pass auf. Wir halten ihn an. Wir halten den Dönerspieß an. Dönerspieß steht wieder. Man könnte ja mal die Missionslogs auch lesen, so von wegen, was ist der Person eigentlich passiert? Wurde die von Piraten angegriffen? Ist der Sprit leer gegangen? Irgendwie ist das ja schon interessant, aber irgendwie Lore, ich liebe Lore in dem Spiel. So ganz komisch, pass auf, ich liebe die Lore in dem Spiel. Sonst würde ich ja nicht die One-Minute-Star Citizen-Lore-Videos machen, ja. Aber irgendwie so in-game, das ist genauso wie in WoW. Ich habe damals mit meiner Frau zusammen mal ein WoW Classic gemacht, wo wir tatsächlich alle Quests vorgelesen haben. Ja? Wo wir tatsächlich alle Quests vorgelesen haben. Das ging so bis Level 20 oder sowas. Oder bis Level 15 haben wir das nur quasi gespielt. Weil, ey, das ist so viel Text gewesen. Und irgendwann wurde es halt den Leuten auch langweilig. Und deswegen hat es dann keiner mehr geguckt. Und dann haben 30 Leute oder sowas auf so einem Video. Und das Video war halt ja auch Arbeit, ne? So, aber auf jeden Fall, ja, wir haben das damals gemacht. Und dann haben wir wirklich gesagt, okay, wir lesen jetzt mal die Quests aber auch. Weil wann liest man in den MMO wirklich sich mal die Questbeschreibung durch und wirklich so, was das die NPCs auch sagen und sowas. Eigentlich müsste man mehr, viel mehr ich vor allem hier in Star Citizen das sich angucken und durchlesen und so, weil, sind wir mal ehrlich, Star Citizen ist eine Simulation, also soll ja eine Simulation quasi sein, und es ist doch viel geiler, wenn du dir auch die Zeit nimmst, anstatt einfach nur durchzurennen und schnellstmöglich Geld zu verdienen. Ist das doch irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht fange ich das auf meine alten Tage nochmal an, dass ich sage, okay, pass auf, ich lese mir jetzt wirklich Sachen durch. Vielleicht wird das sogar passieren. Vielleicht sage ich das jetzt auf meine alten Tage so von wegen, jetzt liest du dir auch mal die ganzen Quests und sowas, liest du dir jetzt durch, weil irgendwie, vor allem wie gesagt, hier in Star Citizen macht das irgendwie schon Sinn, das zu machen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, okay, jetzt hier, wo ich die Seiten fertig habe, bin ich schon bei Hälfte, ne? Also unten, ist unten wirklich das meiste? Ist unten wirklich das meiste? Ist halt jetzt die Frage, ne? Ah, schon gut hier. Er geht schon gut. 1,5 SCU. Haben wir schon. Und wenn wir es gleich jetzt dann noch aufessen,
Das sind auch nochmal 5 SC oder sowas, oder da? Ja, doch, so 5 SC müssen es noch sein. Ich bin am überlegen, die Medical Components mitzunehmen, weil die sind ja auch 12.000 oder so wert. Also wenn die rauskommen. Ich glaube, wenn die beim, nach dem Knacken, wenn die dann rauskommen, dann nehme ich sie mit, aber ansonsten jetzt extra wegen einem SCU Medical Components auszusteigen, weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt nicht, aber ansonsten Medical Components sind halt was wert. Und wenn ich eh schon hier bin, und dann kann ich das mit dem Tractor Beam einfach nach hinten werfen. So. Und einmal nach hinten. Als erstes die Triebwerke. Und hier so dazwischen. Ja, aber es geht ganz gut. Also geht besser als einfach nur stumpfen Schiff aufzuessen. Wobei man halt mit dem stumpfen Aufessen sehr, sehr, sehr schneller und sehr viel mehr Geld machen würde. Das wisst ihr alle. So, da oben noch. Und dann können wir, glaube ich, schon nach unten gehen. Und das müsste ja jetzt hier quasi der Rest vom Schützenfest sein, nicht wahr? Einmal Schiff gerade stellen. Es wäre auch cool, wenn in den Missionen irgendwie dann so da dabei steht, so von wegen, salvage das Schiff und danach nimm's halt, also nimm das Schiff komplett auseinander. Das wäre halt schön, wenn das da wirklich so stehen würde, anstatt einfach nur, oder wir brauchen nur die Legierung. Ja, das wäre ja zum Beispiel auch, zieh nur die Legierung ab. Und wenn du dann einfach hingehst und das Schiff komplett isst, dass du dann minus Reputation bekommst. Fände ich zum Beispiel auch ganz cool. Weil manche lesen dann einfach nicht und die kriegen dann halt auch kein Geld für die Mission so. Ne? Oder kriegen vielleicht sogar Crimestat, weil sie es gemacht haben. Das fänd ich eigentlich irgendwie auch nochmal ganz cool. Um einfach den Leuten so ein bisschen dieses, ich muss schnellstmöglichst einfach nur viel Geld verdienen, um das aus den Leuten so ein bisschen wieder rauszubekommen. Wäre das irgendwie... Irgendwas muss da gemacht werden. Dieses schnell Geld verdienen. Ach Gottchen, das ist auch so nervig. Genauso nervig. Ich weiß nicht, ob euch das genauso triggert. Diese ganzen Leute, die einfach nur in den Chat die ganze Zeit nach Geld fragen. Das ist doch super nervig. Das wäre mir doch auch viel zu blöd. So, ich schreibe ganz oft dann einfach zurück. Ja, ich, sorry, hey, kann mir mal einer 3 Milliarden UEC geben? Ich will das Spiel gar nicht spielen. Und deswegen, ich will mir einfach alle Schiffe kaufen und das Spiel gar nicht spielen. Kann mir jemand das Geld geben, bitte? Also wenn jemand so eine blöde Frage wieder stellt, wisst ihr, weil ich finde das, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie komplett, oh, das ist zu hell. Ich finde das so komplett albern, weil es geht doch hier auch so ein bisschen darum, dass man das Spiel spielt, um das Geld dann zu verdienen oder sich zu verdienen, ein weiteres Schiff zu kaufen. Das ist doch das Belohnende daran. Klar, es ist auch belohnend, einfach zu sagen, ich habe jetzt für 50.000 Euro Schiffe gekauft. Das ist auch irgendwie... Irgendwie ist das auch belohnend, ja? Man belohnt sich halt selbst mit einem Schiff. Aber das ist halt eigentlich... Also das ist Sinn der Sache von Star Citizen, ganz klar, weiß man. Weil ansonsten wäre das Spiel... Ansonsten wäre es wirklich Scam gewesen. Wären sie nicht auf diesen CCU... Quatsch gegangen und dass sie quasi alle Schiffe verkaufen und so, dann wird es halt Star Citizen nicht mehr geben. So ehrlich müssen wir sein, dass wir dafür verantwortlich sind, diejenigen, die halt wirklich viel Geld investieren in das Spiel, dass das Spiel überhaupt noch da ist, wo es ist.
Und mit wir meine ich gerade wahrscheinlich so die Hälfte aller Spieler, die das Spiel derzeit spielen. Weil die, die es spielen, die haben auch in der Regel ziemlich viel Geld ausgegeben. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber das ändert sich dann ab dem Zeitpunkt, wenn Squadron 42 zum Beispiel rauskommt. Weil dann werden auch einfach viele, die Squadron sich gekauft haben, werden dann sagen, jo. Oder, ne, die halt so eine Ultimate Edition haben, die kostet dann 100 Euro oder sowas und die sagen dann, jo, pass auf. Nachdem ich Squadron durchgespielt habe, gehe ich auch nochmal ins PU. Und will aber kein weiteres Geld fürs Spiel ausgeben, so ungefähr, sondern ich wollte eh nur Squadron spielen. Dann kann ich jetzt halt auch nochmal in den Multiplayer reingehen. Irgendwie so in dieser Art. Okay, wir haben jetzt gleich ein Problem. Ich bin jetzt hier quasi durch. Ich bin jetzt hier so quasi durch mit allem. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich nochmal an Stellen gehen, wo die Valid irgendwie hoch ist. Um auch das letzte noch rauszuziehen. Ich glaube, ich habe da ein bisschen verkackt. Ich bin ein bisschen zu schnell drüber gegangen. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell drüber gegangen über einige Stellen. Das ist ein Problem. Okay. Weil das Schiff ist halt noch nicht mal ansatzweise fertig. Also es ist jetzt nicht mal so, dass ich sagen würde, ja, es ist nicht mehr viel. Sondern da ist halt immer noch ordentlich was dran. Deswegen muss ich jetzt nochmal über alles drüber rutschen. Und überall da, wo so 5% oder sowas auf jeden Fall noch an Wallet stehen, da mal ein bisschen hovern. Und einfach mal ein bisschen warten. Das ist vor allem hier so bei den Triebwerken. Kann ich mir vorstellen, dass da noch einiges ist. Ah, es steht halt nichts mehr. Das muss dann so in den Zahnzwischenräumen muss. Ah, guck mal hier. 8% waren da gerade noch. Okay, okay. Never mind. Aber es ist auf jeden Fall interessant, wie schlecht ich dann doch gesalvaged habe gerade. Alter, hier ist noch so viel dran. Problem ist zwar, hier ist noch viel dran und so, ne? Aber meine Extraction Rate ist trotzdem für die Füße. Und da passiert halt nicht mehr viel. Warte mal, wir machen mal ganz kurz Folgendes. Gucken nochmal mit Licht, ob man irgendwie noch was sieht. Ja, hier ist halt noch. Guck mal. Und das komplette Ding hier ist halt noch, aber das lässt sich, glaube ich, nicht salvagen. Weil von hier oben sieht das jetzt, also es sieht eigentlich gut aus, muss ich sagen. Okay. Den oberen Arm hier. Guck mal, wie ich den bearbeitet habe. Hier hängt überall noch was dran. Hier hängt ja überall noch dran. Ja gut, never mind, never mind. Das habe ich, da war ich selbst dran schuld jetzt, glaube ich. Weil eigentlich muss man auch gar nicht mehr so viel mitnehmen. Es sind noch 16% zu salvagen. 15. Ihr seht das hier? Da, wo meine Maus jetzt gerade ist, hier. 14% sind es noch. Ich meine, da waren gerade noch 20, ne? Also. Ja, hier oben habe ich ein bisschen verkackt.
Das habe ich ein bisschen schnell gemacht alles. Besonders glaube ich die Arme. Den einen Arm. Weil der hier ist gut. Hier ist so gut wie nichts mehr dran. Na, jetzt sind es auch nur noch 12%. Schau mal hier in diese Zwischenräume. Hier so. Ja, guck mal, hier ist noch viel. Da drin ist noch viel. Okay, da sind es 23%, okay. Hä? Hier sind jetzt 22% noch über. Oh. Ja, okay. Ich meine, man sieht es ja sogar aufleuchten. Ja. Man sieht hier sogar, wie viel da quasi noch dran ist, wenn es so aufleuchtet, oder? Ach du Scheiße, ey. Aber gleich haben wir es. Gleich haben wir es, Freunde. Gleich haben wir es. Jetzt ist wirklich nicht mehr viel am Schiff. Jetzt sind so die letzten Grippchen. Die letzten Gräten. Die wir hier noch abziehen. Ah, hier ist überall nichts mehr. Nee. Nochmal hier so reingeluschert. Da hinten. Da oben. Ne, hier ist nichts mehr. Da dazwischen ist auch nichts mehr. Ne, ist gut. Das hier ist gut. Hier sieht's gut aus, tatsächlich. Aber ich denke mal, dass wir den Rest hier finden. Jetzt, das ist nervig. Ich hab das nicht so ganz unter Kontrolle, wie lang das Schiff dann doch ist. So, ich mach die Dinger jetzt genau mittig und fliege aber nur drum rum. Funktioniert nicht. Sehr gut. Sehr gut. Ich würde es gerne gerade bekommen. Ohne dass es rumwackelt, danke. So, jetzt nochmal. Jetzt aber nochmal hier die Seite und dann sind wir durch. Irgendwo, wo nochmal so. Ach ja, hier, guck mal. So, danach müssen wir durch sein. Wenn das weggezogen ist. Ne? Ach komm! Ich würde gerne das Schiff noch fertig kriegen in dieser Folge. Das wäre ein Träumchen. Nice. So. Dann einmal auseinanderbrechen. Und dann gucken wir, wie gesagt, ob die Medical Supplies noch da sind, gucken wir dann. Zack.
Mir ist eigentlich egal, ob Plus oder Minus, wenn ich ehrlich bin. Aber... ich meine, wenn ich sogar Minus habe, wenn ich quasi drin stehe. Okay. So. Das noch. Und dann ausmachen. So, so. Und einmal gucken, was das hier ist. Ich denke mal, die Medical Supplies sind kaputt gegangen. Ja, das Corundum. Ist nur noch Corundum da. Ist nur noch Corundum da. Noch einmal ganz kurz. Hier so lang fliegen, ob noch irgendwo. Oben ist noch eine. Oh, hi. Oh, hi. Bist du? Du bist gar nichts. Hallo? Okay. Ich glaube, das kriegen wir auch hin, indem wir so machen. Und so machen. Und... okay, das ist auch Corundum. War das das Einzige, was noch da ist? Nee. Wir haben nur ein paar Mal Corundum. Okay, geil. Dann gehen wir einmal nach unten, machen einen kleinen Sortierer und dann ist die Folge auch schon rum. Aber das ist ja gar nicht schlimm, weil wir haben es hingekriegt, dass wir hier gut durchgekommen sind. Also wie gesagt, Construction Materials und das andere, es ist völlig egal, wie rum und was wir machen. Wir setzen eh alles jetzt hier rein. Und wir verkaufen ja auch später alles. Das ist also uns erst einmal egal. Das Witzige wäre eigentlich, wenn wir sagen, okay, wir haben ja mehr Construction Materials. Oh. Wir haben mehr Construction Materials als Recycled Material Composite. Davon haben wir nicht so viel. Deswegen könnten wir... oder hätten wir es jetzt andersrum gemacht, wäre es schlauer gewesen wahrscheinlich sogar. Weil das Zeug hier können wir auch an Stationen verkaufen. Im Admin-Terminal können wir das hier auch verkaufen, das Zeug. Das müssten so 6 oder 7 SCU sein. Eine kommt auf jeden Fall noch. Und danach kommt noch eine. Also 7 SCU haben wir davon wahrscheinlich. Und so 3, ungefähr 3 müssten wir von dem anderen haben. Ja. Oh ne, es kommt so um 8. Okay. 8. Nicht schlecht. Nicht schlecht. 8 mal 6.000 ist ein bisschen. Und zweimal oder dreimal dann das hier. Ja, ist okay. Das ist okay. Guck mal, das ist die erste Mission. Das war die erste Mission. Zack. Geil. Geil, ihr liebe Leute. Das ist doch ein schönes Ding. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Und da machen wir dann, die nächste, wie heißt das? Die nächste Lizenz quasi fertig. Und verkaufen, glaube ich, jetzt direkt am Anfang schon von der Folge zumindest die Construction Materials, weil ansonsten sind wir voll. Also, haut da rein. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Herzlichen Dank an alle Supporter aus dem Januar. The Body, Zarok, Lasse Triebel, Onkel Tom, Harafnago 6, Chris, Keule 285,
Timing Timon, Silenk, Jigen Daisuke, Mina Katze, Mimi Wonderland.